Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Dudorino mit den neuesten Patch-Updates. Ostern ist ja mittlerweile vorbei, wir nähern uns April und damit auch dem ganzen Troll, was zum 1. April alles möglich ist. Und deswegen werden wir dieses Video in zwei Parts erst verteilen. Es wird einmal ein Part in-game geben, wo ich euch die neuesten Shop-Items vorstelle. Und danach gibt es einen kleinen Part, wo ich einfach mal in Mozilla Firefox die Event-Mitteilung durchgehe und euch mal informiere, was für Troll-Events angeblich kommen werden. Und was für Trollsachen. So gesehen, seid gespannt, was da noch kommt. Wir gucken jetzt erst an den Shop an. Denn dort gibt es einmal für die Troll-Leute die Mine in the Box und das Grinser-Kopftuch, weil es auf Englisch Prankster-Bandana heißt, und die Schelm-Nachricht. Allerdings ist hier das lustig. Es sollte eigentlich drei verschiedene Schelm-Nachrichten geben. Momentan gibt es aber nur eine im Shop. Und diese Items werden vom 3. bis 5.4. drin bleiben. Des Weiteren gibt es dazu die Myst Sovereign Kiste, wo ihr wirklich alle super seltenen Waffen rausbekommt. All die ganzen charakterbezogenen, wie zum Beispiel Rokkos Waffe oder was weiß ich für eine. Und natürlich dazu auch die Mystic Weapon Lizenz, womit ihr sie dann bis zu permanent verlängern könnt. So gesehen, die beiden gibt es auch bis zum 5.4. im Shop. Und ja, ihr bekommt, wie gesagt, die ganzen Pranks-Items hier im Shop bis permanent. Ob man sie nun unbedingt haben muss, weiß ich nicht. Ist gar nicht mal so schlecht auf alle Fälle. Und ja, so kann man den 1. April ein bisschen rumtrollen, wenn man es dann möchte. Mit der Mine zum Beispiel. Ich finde sie etwas auffällig. Sie ist nicht gerade das beste Spielitem, aber wer es haben möchte, kann die sich jetzt gerne holen. Des Weiteren gibt es bis zum 3.4. noch ein paar schöne Waffen. Zum Beispiel die G36C, Scorpion Black Mod Mark 2, Typ 2, PSG 1 Mod Camo Typ 2, sowie hier ganz unten hatten wir es schon gesehen, die AA-12 Typ 2 und die Saiga 20 CQB Camo Typ 2. Die gibt es auch hier bis für permanent zu kaufen im Shop. Bis zum 3.4. allerdings nur die ganzen Waffen. So gesehen, passt auf, dass ihr sie wirklich schnell genug euch kauft, damit ihr die auch haben wollt. Die G36C kann nicht viel ans Herz legen. Sie hat zwar nicht das schöne Scope von der G36E, ist aber trotzdem von den Sets eine Top-Waffe. Macht definitiv Spaß, mit der zu zocken. Wenn ihr sie also immer schon mal ausprobieren wolltet, kauft sie euch, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, ansonsten war es das vom Shop-Item. Ich werde, wie gesagt, jetzt noch den Teil vom anderen Event dranhängen und da könnt ihr euch auf ordentlich viel Action gefasst machen. Denn, ja, Combat Arms will wohl uns auch ein bisschen trollen, die ganzen Updates immer reviewen, quasi so wie ich. Ich kann euch nicht sagen, was davon ernst gemeint ist, aber seht selbst. Bis gleich! So, und nun kommen wir auch zum dritten Part des Events. Und zwar handelt es sich hier definitiv um ein kleines Troll-Event. Mehrere Sachen davon wirken etwas unrealistisch und als kleinen April-Scherz von Combat Arms Team gedacht. Verpasst nicht diese Gratis-Case-Login-Belohnung, neue Waffen und mehr vom 31.03., also einen Tag vom 1. April. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was wann verändert wird. Es gibt scheinbar für Spieler, die sich am 1. und am 2. April einloggen, eine kostenlose Myst Luckback. Hier mit kleinem Tippfehler mit einer V. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich diese Luckback gibt, wenn ihr euch einloggt. Also einfach mal ausprobieren, einloggen. Schaden tut es definitiv nichts. Selbst wenn man nichts bekommt, meine Güte, das Einloggen ist jetzt ja nicht die größte Herausforderung. Und denke, dass sie sich da doch überwinden werden, die rauszuschicken und das nicht als Scherz sehen. Des Weiteren werden vom 1. bis zum 5.4. die infizierten Masken vom nächsten Team tragen. Ich weiß nicht, wo das zählt, ob es im Quarantäne-Modus gemeint ist oder in den Fireteams. Auf alle Fälle werdet ihr hier ja diese tollen Masken auf Infizierten sehen. Und vom 1. bis 5.4. beim Login kriegt ihr eine 1-Tag-Hauser-Paper-Mask. Die hatte ich euch schon vorgestellt, dass die in den Shop kommen wird oder im Shop schon ist. So gesehen, die kriegt ihr auch dort gratis beim Login, damit ihr euch auch ein bisschen so rumtrollen könnt. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, wo ich sage, ab hier wird es wirklich höchstes Troll-Level, wo ich nichts für ernst halte. Es wird scheinbar eine neue Waffenserie geben, die PA1ML-Serie, nennen wir sie einfach mal so. Dann gibt es die M41 und die L96A1 vom 1. und 2. April. Ob das nun wirklich so ist, ich weiß es nicht. Und natürlich müssen wir aber auch im Menü die Musik auf volle Pulle aufdrehen, ja, weil es gibt einen neuen April-Menü-Style, wo wahrscheinlich irgendwo ein Schrei in der Musik ist. Ich warne nur schon mal vor, für die etwas schwächeren Herzen unter uns, dreht sich volle Lautstärke auf und erschreckt nicht, wenn ihr dort mal einen Schrei hören werdet. So, und natürlich müssen auch
am 6. April ganz viele neue Dual-Waffen reinkommen. Eine Dual Double Barrel klingt doch fair, ja. Dual M60, weil was ist besser als 1 MG? Natürlich 2 MG, ist ganz klar. Dual Desert Eagle, ja, da haben wir ja hier schon von Dual Barrels ein wunderbares Bild dafür. Natürlich Dual G36E, Dual M79, zwei Granatwerfer läuft, Dual Ninjata und. Und hier noch ein paar versteckte, das ist eine Dual A12, Dual Heartbeat Sensor und Dual irgendwas. Wahrscheinlich eine Saiga 20 CQB oder sowas in der Richtung. Das hatte ich erst gedacht. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht, ihr könnt mal raten, was das ist. Schreibt es in die Kommentare rein. Wird alles Dual geben oder auch nicht. Es ist April. Bitte denkt dran, dass es sich hierbei um ein kleines Trollvideo von Combat Arms halt. Und ich würde euch dort raten, einfach nicht alles ernst nehmen. Lockt euch trotzdem ein, schaut, ob ihr die Belohnung bekommt. Das kann ich euch leider nicht sagen, inwieweit das hier ernst gemeint ist. Auf alle Fälle hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Dodarino. Ciao.